Guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Soeben bin ich bei der Talstation Marbach-Marbacheck gestartet zu meiner Wanderung von Marbach nach Langnau, der Ilfis entlang. Ich gehe jetzt da hinten durch und komme da hinten schon auf meinen heutigen Wanderweg. Da nochmal einen Blick zurück, da zur Talstation. Da hinten sieht man die Schanze und da oben auf diesem Hügel wäre die Marbach-Eck. Da befinde ich mich am Schonbach. Die Ilfis, die kommt dann erst weiter unten. Da oben sieht man die Kirche von Marbach. Das da ist das Dorfzentrum. Und da ein Blick in das Land hinaus. Da sind sogar noch Rinder draußen. Die lieben dieses kalte Wetter nicht so wie ich. Schön verschneite Landschaft. Es ist jetzt doch auch bei uns Winter geworden. Da noch einen Blick auf die Marbach-Eck und da hinten die Rückseite von der Schrattenfluh. Durch dieses Tal da bin ich auch schon nach vorne gekommen. Und dort oben, ich glaube ungefähr diese Stelle hier, bin ich runtergekommen. Da durch dieses kleine Seitental bin ich auch schon mit der Ruth zusammen. Wir sind an diesem Tag Richtung Wachthubel gewandert. Eine sehr schöne Wanderung übrigens auch. Ich gehe jetzt da durch dieses Tal runter und da nochmal einen Blick auf das Dorf Marbach. Und da hinten ganz schön die Schrattenfluh. Da unten ist noch ein Verwandter von mir, ein Steinmann. Sieht doch schon einfach toll aus, diese Gegend. Und da hat es viele Steinmänner und da kommt noch ein Bach runter. Und da nochmal einen Blick nach Marbach. Da hinten noch einen Blick auf den Schiebegütsch. Da führt der Wanderweg neben einer Langlaufloipe durch. Aber es gibt weit und breit
keine Langläufer. Da komme ich jetzt über ein kleines Brückli. Und ganz ein kleiner Bach. Und trotzdem hier alles gerade ist, kommt es mir gar nicht langweilig vor. Übrigens, auch schon über diesen Hügel da hier vorne bin ich gekraxelt. Damals bin ich auf den Remisgummen hoch und von dort zum Heggenloch und weiter nach Langnau gewandert. Ja, da vorne ist schon der Campingplatz von Marbach. Und da ganz hinten in diesem Tal sieht man den Ausläufer von der Schrattenfluh. Und ganz links, dort muss ich drumherum gekommen sein. Und dann bin ich durch dieses Tal hier nach vorne gewandert, bei Nacht. Ich kam erst da vorne um 20 Uhr an. Es war aber trotzdem eine sehr schöne Wanderung. Übrigens, damals war ich auf der Schrattenfluh oben. Einen schönen Blick zurück in die verschneite Landschaft. Da komme ich jetzt zu einem ganz schönen Naturparadies. Ein zugefrorenes Seelein. Das da hier ist noch der Schonbach. Dann da hier vorne, da kommt die Hilfere runter. Da vom Hilferenpass hinten. Und von da an heißt der Bach Ilfis. Das da hier ist also die Ilfis. Und da vorne ist noch ein ganz schöner Rastplatz. Da gehe ich jetzt durch einen schön verschneiten kleinen Wald. Und da rechts von mir ist jetzt also die Ilfis. Zum Teil ist er gefroren, die Ilfis. Jetzt weitet sich da vorne das Tal auch ein bisschen. Und da nochmal einen Blick Richtung Hilferenpass. Musik.
da sind sie am Holzfällen. Gerade mit einem Holzstamm nach vorne. Und da noch einen letzten Blick auf die Rückseite von der Schrattenfluh. Und ich bin da jetzt ein bisschen von der Ilfis weg, da auf einer Straße. Ich habe unten an den Schuhen zum Glück heute Spikes dran und so kann ich doch sehr gut gehen. Sonst wäre es ein bisschen kritisch wegen der Glätte. So, noch einmal einen Blick auf die Rückseite von der Schrattenfluh. Jetzt glaube ich, sieht man sogar zum Hengst hoch. So still hier. Und wunderschön. Diese verschneiten Hügel da. Da geht jetzt die Straße weiter. Und ich habe da wieder die Ilfis erreicht. Jetzt da ein bisschen runter. Eine kleine Brücke. Da in einem herzigen Bach. Und da, über diesen Hügel da oben, da bin ich durchgekommen. Und da vorne geradeaus sieht man schon Wicken. Und die Ilfis ist hier schon einen ziemlich großen Bach geworden. Übrigens, die Ilfis fließt in die Emme. Da oben ist schon ein kleiner Schneerutsch runter. Es ist also genug steil, um so einen Schneerutsch auszulösen. Und jetzt noch ein Blick durch das Tal nach hinten, bevor wir dann vorne in Wicken den großen Bogen machen. Da vorne sieht man die Kirche von Wicken. Und hier ist ein schöner Rastplatz. Da mache ich jetzt meine Mittagspause. Kommt mir hier sehr gelegen.
Jetzt nehme ich wieder Abschied von dieser Hütte. Da ist übrigens noch ein kleiner Brunnen. Wer Durst hat oder die Wasserflasche auffüllen muss, der hat also hier die Gelegenheit. Da gibt es sogar noch eine Toilette. So schön da in diesem Wald. Da sieht man in das Entlebuch. Und da vorne Richtung Emmental. Da einen Blick nach Wicken, kleines Dorf. Da kommt jetzt noch gerade ein Zug. Der kommt von Bern, fährt über Langnau und Luzern. Und da hier, genau da, bin ich hochgestiegen Richtung Bergrestaurant Erika, dann weiter auf den Remmesgummen und nach Langnau. Oh, ist doch schön, dieser verschneite Wald. Da drüben verschwindet die Bahn in einem Tunnel. Und da oben wäre noch eine Ruine. Ungefähr hier an dieser Stelle irgendwo muss die sein. Und bei mir ist der Wanderweg jetzt doch ziemlich schmal. Da sieht es so aus, dass er im Winter nicht so oft begangen wird. Und jetzt noch einen Blick zurück. Da von ganz rechts, von da hinten, da bin ich jetzt gerade hergekommen. Und hier, auf dieser Seite, da geht es Richtung Luzern. Einen Blick Richtung Wicken. Und da hier vorne war mal der Bahnhof Wicken. Da hält jetzt aber mittlerweile kein Zug mehr. Hier befinde ich mich noch im Kanton Luzern. Das wird aber schon bald enden. Komme schon bald in den Kanton Bern. Ein verschneiter Rastplatz. Schön da im Winter, diesen verschneiten Bäumen und die Sonne. Doch was ganz Schönes. Und da drüben, durch die Bäume, sieht man das alte Bahnhofgebäude. Da
wo kein Zug mehr hält. Und da vorne noch eine alte Brücke. So eine schöne Gegend. Und da oben hat sich auch was geändert. Da hier, diesem Standort, war eine alte Kapelle. Die ist jetzt vor kurzem abgerissen worden. Und da hinten noch ein Teil von der Rückseite von der Schrattenfluh. Und da soll jetzt irgendwoher wieder ein Zug kommen. Da kommt er jetzt. Also ein Zug Richtung Bern. Und ich gehe jetzt hier schön der Ilfis entlang. Auch Richtung Bern. Nur nicht gerade so weit. Ich ende dann in Langnau mit meiner Wanderung. Da wird gerade die Brücke saniert von der Hauptstraße. Da finde ich, ist es eine ganz schöne Stelle. Da noch ein Blick zurück. Und noch ein Teil von der Schrattenfluh. Oder besser gesagt die Rückseite. Geht es da schön der Ilfis entlang. Über diesen Hügelzug kommt die Kantonsgrenze runter. Und da, der rechten Seite, ist noch die Bahn. Leider kommt jetzt gerade kein Zug. Und von da hinten komme ich jetzt her. Genau an diesem Standort kommt die Grenze runter. Auf der linken Seite ist der Kanton Luzern und auf der rechten Seite der Kanton Bern. Und die Grenze geht bis da in die Mitte von der Ilfis und dann noch ziemlich weit der Ilfis entlang. Da, wo ich jetzt stehe, bin ich noch im Kanton Luzern und diese Häuser, die man da vorne sieht, sind bereits im Kanton Bern. Ich werde jetzt dann für ein kurzes Stück in den Kanton Bern wechseln und dann geht es nochmal in den Kanton Luzern. Es könnte auch sein, dass hier früher, aber da spekuliere ich jetzt nur, dass das eine Zollstation gewesen sein könnte. Einen Blick zurück in den Kanton Luzern. Da stehe ich jetzt auf der Kantonsgrenze.
Und wie gesagt, diese Häuser da, das ist schon Kanton Bern. Und die Grenze geht da in der Mitte von der Ilfis durch. Da überquere ich jetzt wieder die Kantonsgrenze. Kommen wir da wieder für ein kurzes Stück den Kanton Luzern. Da vorne die Bahnlinie, die ist noch immer im Kanton Luzern. Da die riesigen, schönen Emmentaler Hügel. Ja, die Schrattenfluh da vorne. Und diese Häuser da gehören auch noch zum Kanton Luzern. So, jetzt gehe ich da unter der Bahn durch. Auf die andere Seite. Da habe ich jetzt was ganz Interessantes entdeckt. Dieser Wanderweg da wird vom Kanton Bern unterhalten, trotzdem wir immer noch im Kanton Luzern sind. Und da kommt ab und zu sicher auch Wasser runter. Und da macht auch noch immer die Ilfis die Grenze. Da stehe ich jetzt wieder auf der Kantonsgrenze. Da hier runter, das ist alles Kanton Bern. Und die Kantonsgrenze geht hier diesem Bach entlang, durch dieses Tal. Also das, was links ist, ist Kanton Bern, und das da, was rechts ist, ist Kanton Luzern.